Welcome everybody to a new episode Let's Play Clash of Clans with me, Thorsten, and we will play on this day this amazing village here, and I hope we will find a clan today, I think. Und eigentlich hätte ich noch dazu sagen müssen, Eating some peanuts. Aber erstmal herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit dem Thorsten. Und wir sind heute auf dem Dorf von Zwei Socken hier. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Ich verlinke euch das oben einmal in der Infokarte. Mit diesem Account hier habe ich so ein bisschen versucht, die Supercell-ID zu erklären. Aber ich denke, es ist ja ein normales Dorf. Ich spiele es natürlich auch. Und ab Clanburg Level 3 kann man sich auch, beziehungsweise ab Rathaus Level 3, kann man sich auch die Clanburg freischalten lassen. Das heißt, man muss sie einmalig mit 10.000 Gold freischalten. Ich glaube, es ist noch nicht mal ein Bauarbeiter dafür notwendig. Und denn sie ist sofort fertig. Und ab dann hat man die gekreuzten Schwerter unten links. Und ihr könnt euch auf Clansuche machen. Das machen wir heute mal. Mich beeindruckt dieser Account hier, muss ich sagen, so ein bisschen. Denn ich habe hier noch nicht einen Angriff mit diesem Account gemacht. Ich habe wirklich nur Minen und Sammler geleert, noch keinen Angriff hier gemacht. Und ihr seht das hier in meinem Verteidigungslog vor allen Dingen. Ich habe jetzt erst die ersten Verteidigungen verloren. Ja doch, verloren. Ich habe sie vorher nur gewonnen. Und hier haben wir jetzt mal eine verloren und da oben auch eine verloren. Okay, der Gegner wird auch schon ein bisschen besser. Das Dorf wird etwas schlechter. Da müssen wir natürlich etwas gegen tun. Also suchen wir uns erstmal einen Clan. Ja, wie geht man eigentlich auf Clansuche? Man geht in Global, liest jetzt mal die Chatregeln durch und sagt, alles klar. Und ja, dann fängt man einfach mal an zu suchen. Ich würde sagen, ich hau auch sofort rein. Ich will sofort einen Clan finden hier. Mit dem Kollegen hier also, wie können wir uns denn da bewerben? Okay, passt auf, wir machen das mal so. Sternegott sucht coolen Clan. Bitte ab 18, schreibe ich immer so. Oder schreibe ich sehr, sehr häufig, sagen wir mal so. Mal sehen, ob wir was finden. Also Sternegott ist natürlich ein bisschen übertrieben, gar keine Frage. Aber mal sehen, ob uns jemand einlädt hier mit diesem kleinen Beginnerdorf hier. Und ich stelle mich dann auch ganz, ganz normal vor. Aber ein bisschen fahren wollen wir natürlich mit dem auch. Das dauert sicherlich, bis mich jemand annimmt. Die lachen sich jetzt erstmal tot, dass ich mich, oder nicht ich, ich hoffe, man kennt mich nicht, inkognito kommt am Ende. Ich habe schon mal versucht, inkognito nachts irgendwo einen Clan zu finden. Ist mir nicht gelungen. Und ich denke mal, jetzt hoffe ich mal, dass Zwei Socken hier ist ja noch recht, recht frisch. Niemand kennt die ID hier. Der war noch nie in einem Clan. Und deswegen habe ich ein bisschen Hoffnung, dass ich einfach so mal so als Spieler hier irgendwo reinkomme und jetzt auch nicht sage, hey, ich bin der Toto und weiß der Geier. Nein, es ist Zwei Socken. Ich bin ein ganz normaler Spieler. Auf geht's. Okay, ich habe einen Clan gefunden. Hat zwar ein bisschen gedauert jetzt, also mit so ein bisschen Diskutiererei hin und her und Sternegott und einem Clan war ich zu alt, da hätte ich den Schnitt runtergezogen. Auch nicht schlecht, aber ich bin jetzt im Clan Ironhead, die haben mich hier aufgenommen, einen Level 10 Clan. Finde ich sehr, sehr nett, obwohl sie erst ab Rathaus Level 6 eigentlich aufnehmen, haben sie mich hiermit aufgenommen. Ich habe mich ganz brav vorgestellt, es haben sich einige Vize und Leader hier auch kurz und knapp vorgestellt. Es reicht ja eigentlich immer Thorsten 52 NRW. Das ist eigentlich gewesen und trotzdem, jetzt will ich mit dem Kollegen hier aber auch angreifen, der soll ja auch ein bisschen wachsen. Also erste Suche hier überhaupt mal mit diesem Rathaus hier. Und ich habe auch schon Clanburg, das finde ich sehr, sehr nett. Vielen lieben Dank, ich habe da nämlich zwei richtig fette Riesen drin. Und die helfen mir sicherlich, weil ich habe noch keine Mauerbrecher. Aber ich glaube, bei den Dörfern, die ich hier jetzt so angreife, na, da brauche ich vielleicht noch keine Mauerbrecher. Das ist halt so, das seht ihr hier. Und ich muss erstmal, ich muss Elex haben. Ich brauche Elex, denn ich muss das Labor rausholen aus dem Shop. So, das ist schon mal ein cooles Dorf hier. Aber es ist auch ein Dorf, was vor allen Dingen eine Clanburg hat. Und Überraschung, Überraschung, na, hier sind da zwei Loons drin. Ich gucke mal vorsichtig mit einem Barbaren. Okay, da sind keine zwei Loons drin und ich weiß auch nicht, ob er eine Falle hat, aber der Minenwerfer hier, der ist natürlich ziemlich heavy. Das heißt, wir ziehen hier jetzt mal unsere Riesen rein. Ah, die gehen da in die offene Lücke. Okay, die gehen erstmal in die offene Lücke rein. Dann muss unser Volk hier jetzt halt so ein bisschen außen was klären. Also immer mal ein paar Barbaren gesetzt. Ich habe schon ein bisschen mehr Truppen, denn ich habe die Armeelager schon gemacht. Das ist natürlich nicht schlecht. Und hier oben setzen wir auch einmal zwei Barbaren, beziehungsweise viele bauen über die Bauhütten hier hinten in die Ecken. Okay, das kann man machen, muss man aber nicht.
Und jetzt kann ich die hier schon so ein bisschen mit reinziehen lassen, glaube ich zumindest. Ja, das passt. Da haben wir schon mal das erste Gold und das erste Elex. Ich meine, dank der zwei Riesen, ne? Sind wir ganz ehrlich, die beiden Riesen haben sie gerissen. Meine Truppen haben sie noch nicht wirklich gemacht, macht aber nichts. Ich nehme sofort Unterstützung mit. Dafür ist es ja eigentlich auch da. Also viele sind da auch immer ganz bescheiden. Und auch die Clans sagen, ja, bevor du was forderst, musst du erstmal 40.000 Truppen gespendet haben oder sowas. Ist natürlich völliger Bullshit. Also sobald man die Clanburg hat, lasst euch die voll machen. Und jeder weiß eigentlich auch in dem Clan, wo ich jetzt bin, dass ich es nicht schaffen werde, überhaupt eine Truppe zu verspenden. Wir bauen die auch noch mal nach. Oh, ich habe noch keine Schnellausbildung. Shit. Ich habe noch keine Schnellausbildung. Okay, das ist auch ein bisschen doof. Aber ich wollte mich nicht überraschen lassen. Ich glaube, 45 hatte ich immer von denen mit. Und ein paar von denen. Mit den Kobis gehe ich erst ein bisschen später mit, denn ich muss mir die Mauerbrecher erst, glaube ich, frei. Ach nee, nicht die Mauerbrecher erst. Ich muss jetzt als nächstes die Mauerbrecher hier freischalten lassen. Und muss auch noch ein Armeelager hier hochleveln. Habe jetzt aber schon ein bisschen Gold. Ich denke mal, das Gold investieren wir schon mal in ein paar Mauern, denn im Moment mache ich nichts mit dem Gold. Also können wir ruhig mal schon mal in ein paar Mauern hier investieren. Aber die kosten auch schon 1000 und so viel gehen da oben natürlich auch nicht rein. Okay, dann, oh, das wird jetzt immer teurer. Jawohl. Dann machen wir die aber auch noch. Ne, die machen wir noch, glaube ich. Reihe wählen. Ja, die machen wir noch. Und dann haben wir, glaube ich, immer einen hier offen. Den machen wir natürlich auch einmal. Ah, nicht zweimal. Nicht rushen, nach vorne rushen. Also, ich lasse sie noch mal eben zu Ende bauen. Und dann gucken wir mal, wie weit wir überhaupt mit diesem Account heute kommen. Oh, hier wird im Clankrieg angegriffen. Da gehe ich mal rein. Oh, shit. Okay. Ja, wir haben was geschafft. Clankriegsliga, das muss ich jetzt. Ich muss kurz das Tutorial hier durchklicken. Aber so sieht's aus. Wer schon länger nicht gesehen hat, ja, Saisoninfo. Bla bla bla. Alles klar. Ja, danke. Wer die nächste Liga hat, gut, Info, gucken wir mal, 1, 2, 3, passt so. Und eine Sache ist da noch, du findest sie im Shop, hurra. Jetzt habe ich die ersten Marken vor allen Dingen und kann hier im Krieg 3 reingucken. Ich bin natürlich nur Kriegszuschauer, das macht aber nichts. Und ich würde trotzdem den Angriff hier, glaube ich, sehen. Ah, Dodo ist immer klar, Krieg geil. Ich hoffe, das kriegt jetzt keiner mit aus der Nummer hier, nee, aus dem Club hier. Schönes Ding, freut mich, dass ich hier bin. Kann ich euch wieder ein bisschen mehr zeigen aus der großen, weiten Clash of Clans Welt hier von euch, von den vielen, vielen, vor allen Dingen auch deutschen Spielern. Ich glaube, in Deutschland spielen richtig, richtig viele Clash of Clans. Und denn es ist ja ein Spiel, das ist auch immer ganz witzig. Bei mir in den Livestreams fragt mindestens immer einer, wieso spielst du, alter Mann, denn eigentlich Clash of Clans? Es steht ja nach wie vor keine Altersbegrenzung drin und auch kein Altersstart und Ende. Und wenn wir ehrlich sind, so richtig für Kleinkinder ab 2 bis 4 Jahre ist das auch nicht so wirklich das Game. Obwohl natürlich, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, so Dreijährige, die finden ja mittlerweile ihr Tablet. Und die finden auch dann, die wissen, wo ihre Lieblings-App auf dem Tablet ist. Und vor allen Dingen wissen sie die dann auch zu starten. Also als ich 3 Jahre alt war, kann ich euch sagen, da habe ich Regenwürmer gefressen. Und so ändern sich natürlich die Zeiten hier. 75%, 2 Sterne. Ich glaube, mehr werden es nicht. Aber ihr wisst das ja aus der Liga. 2 Sterne ist schon mal nicht schlecht. 3 Sterne ist natürlich besser. Keine Frage. Nur haben es die Truppen hier aber relativ schwer gegen die Loons und gegen den Eisgolem vor allen Dingen da. Okay. Aber so lerne ich auch vor allen Dingen immer mal wieder so ein paar neue Truppen hier kennen. So ein paar, vielleicht auch ein paar Angriffsstrategien. Keine Ahnung. Sah aber ganz gut aus hier vom Berthold auf die alten Affen. Oh, die spielen auch noch gegen einen deutschen Clan. Auch nicht schlecht. Richtig krasse Sache. Wir wollen jetzt aber bei uns wieder ein bisschen weitermachen. Und mich würde interessieren, wenn ihr so ein neues Dorf anfangt oder als ihr angefangen habt, habt ihr euch sofort in die Mehrspielerkämpfe gestürzt, also sofort Angriff und Kampf finden, oder habt ihr nicht vielleicht auch so ein bisschen die Kobold-Mission hier gespielt? Und ich spiele sie nämlich auch ganz, eigentlich nicht ganz gerne, aber gerade zu Anfang sind genau diese Missionen eigentlich sehr, sehr gut, um ein bisschen Gold und Elex erstmal reinzubekommen. Einfach Gold und Elex reinzubekommen. Man kann ihn natürlich viel, viel später spielen, weil sie dann auch fürchterlich einfach werden. Ich meine, das ist ein Ding hier für Loons. Ja, ein paar Loons gesetzt und dann ist das Dorf Essig. Aber die Kanonen hier sind schon ziemlich stark, das weiß ich.
für meine kleine Truppe hier. Und was ich auch weiß, ist, dass die natürlich hier gleich diesen endlos langen Gang entlang laufen und da in eine Falle nach der nächsten reintapsen. Können sie ruhig machen. Ist nicht so schlimm, glaube ich mal an der Stelle. Oh ja, und wie ich es gesagt habe, die ersten sind schon weg. Ich habe versehentlich mal wieder gerade den Pausenknopf gedrückt. Hier muss ich auch nicht alle Truppen setzen, sondern ich kann mir natürlich jetzt ein paar Truppen aufsparen und kriege hier trotzdem ganz nett Gold und Elex. Mal sehen, die Bogenschützinnen hier im Walde, voll im Wald versteckt hier. Machen natürlich von ihrer Fernkampfwaffe Gebrauch. Hier auch. Und meine Barbaren, wo sind die? Ah, die sind alle weg. Okay, meine Barbaren sind alle weg, aber ich brauche auch nichts mehr setzen. Denn das schaffen die jetzt in jedem Fall, denke ich mal. Und da mache ich euch, glaube ich, einen kurzen Cut. Das gucken wir uns nicht an. Oder, ach doch, wir gucken uns das doch mal an. Wir gucken uns das doch mal an. Hier dieses Rathaus, was es ja eigentlich nicht gibt. Im wirklichen Clash of Clans, also draußen in der freien Spielerwelt, gibt es diese Art von Designs nicht. Und wir haben jetzt noch 2000 und 3000 offen. Das Ganze steckt hier jetzt in der Clanburg drin. Und ihr seht hier, die Bomben sind alle ausgelöst von meinen Barbaren. Dafür sind sie auch da, sind ja so Mini-Tanks. Und die natürlich auch Schaden machen. Und sie gehen nicht nur auf defensive Gebäude, sondern sie gehen einfach auf alle Gebäude, was da steht und kriecht. Und so sieht das mal ganz gut aus. Und wir sind jetzt schon kurz vor den 20.000. Ich glaube, 20.000 kostet das Labor. 3 Sterne hier. Wunderbar. Dann haben wir jetzt schon nachtrainiert. Oh, und ich habe mir schon die ersten Erfolge auch freigeschaltet. Auch das solltet ihr sofort mitnehmen. Denn auch in diesem neuen Dorfstil 20.000 Gold haben wir 1 Million Gold als nächste Tat. Okay. Und auch 20.000 Elex. 1 Million Elex. Machen wir hier alles. Aber das, was ich hier zu Anfang nicht mache, das seht ihr eigentlich an meinem Dorf. Ich gucke mal gerade 4, 20, 33. Das seht ihr so ein bisschen an meinem Dorf. Ich holze hier im Moment nichts ab. Das heißt also, erstmal bleiben hier bei mir immer die Büsche und Bäume komplett stehen, weil sie sind einfach viel zu teuer. Ihr seht das, 7,5, dann habe ich so gut wie nichts mehr. Und deswegen lasse ich die erstmal ein bisschen stehen und holze sie dann irgendwann ab. Aber 379... kostet der nächste Bauarbeiter, kostet 500, der wird immer in Ressourcen angezeigt, ja, weil mir fehlen noch 3 von diesen Ressourcen-Bauarbeitern, deswegen wird das hier angezeigt und ich muss auch noch eine Verteidigung rausbringen, nämlich den Minenwerfer, genug Gold habe ich schon und ich habe auch genügend, Elex fehlt mir jetzt noch ein bisschen, also wir müssen mindestens noch einen Angriff machen, ich würde ganz gerne in dieser Folge mit euch in jedem Fall beides raushauen. So, der sieht ganz schick aus hier, den nehmen wir mal mit. Ich habe jetzt ganz bewusst die Bases ausgelassen, wo mal schon Minenwerfer drin war. Denn mit Level 1 Truppen ist es sehr mau. Clanburg kann er noch nicht haben, die hat er sich noch nicht aufgebaut. Und deswegen kann ich hier ganz locker mit meinen Truppen erstmal so ein bisschen reingehen. Ich habe hier jetzt auch nicht ganz so viele Bogenschützen. Und ich glaube, ich brauche auch meine Clanburg nicht. Also es geht, glaube ich, ganz gut voran hier. Ich spamme die Truppen hier jetzt. Denn in dieser Base gibt es nur Einzelfeuer. Ich denke mal, wenn da ich schon ein bisschen länger Clash of Clans spiele, glaube ich, werden das 100% hier. Denn so oft und so stark können hier jetzt die Kanonen und auch der Bogenschützenturm nicht wirklich schießen. Aber wir wollen ja die Ressourcen hier haben. Und mir ist das heute einfach mal so in den Kopf gekommen, dass ich diesen Account eigentlich so ein bisschen im Hintergrund immer kurz mal gelevelt habe. Und ich habe heute mal gedacht, zeigst du einfach mal ein bisschen was aus dem Dorf hier, wie man einen Clan suchen kann. Und beziehungsweise, das wisst ihr auch, aber wenn ihr lieb und nett seid, findet ihr auch einen Clan, wie der Toto. Und das bin ich ja auch. Ich hoffe nur, die behalten mich. Denn ich bin natürlich jetzt erstmal nur am Fordern wie so ein Irrer. Ich glaube, ich habe hier jetzt auch gerade so ein bisschen mit dem Dorf übertrieben. Hab jetzt aber schon den ersten Sieg mit 100% hier drin und ich glaube auch den ersten Bonus. Jo, sehr krass. Erster Bonus hier in unserer Clanburg. Und da passt natürlich, da passt ein bisschen mehr rein hier, sehe ich gerade. Aber sie ist natürlich noch nicht groß genug, aber nichtsdestotrotz, wir wollten natürlich unser Labor für 25.000. Oh, Toto. Okay, Labor 25.000, das heißt, wir müssen doch ein Lager hier erstmal hochknüppeln und schaffen es jetzt nicht, das Elex auszugeben. Ah, das ist natürlich doof. Dann machen wir das anders, dann gehen wir trotzdem ein bisschen Elex aus. Mauerbrecher und einmal dieses Lager hier. Dann wird es wahrscheinlich erst was in der nächsten Episode, beziehungsweise dann habe ich das Labor schon. Da seid ganz gewiss. Ich hoffe, die kurze und knappe Folge hier
für den Samstag. Hat euch ganz gut gefallen? Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns, glaube ich, heute Abend im Livestream auf YouTube und natürlich auch auf Twitch TV. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Toto. Flashed.